Hannover, Robust, C, 3, F, Rap, D, E, exklusiv. Steiger verlässt nun, bitte, kurz den Raum für ein schmackhaftes Lungenbrötchen. I'm gonna hate myself in the morning. I'm gonna hate myself, I know. I'm gonna hate myself in the morning. I'm gonna hate myself, I know. Die Nacht fing gut an. Seit 26 Stunden ohne mehr als Sekunden Schlaf hatte ich den müden Punkt überwunden und ich war klar, ich arbeitete hart an dem achten Chart der Präsentation für Danone und den Werbeetat von 19 Millionen. In meiner Wohnung roch es überaus stark nach Kaffee und Gras. Hier schraken krachende Schlag überall Wasser und Glas. Ich betrachtete das nasse Laminat und dachte danach, ich bin das Wasser und das Glas, mein fucking Vertrag. Jetzt steh ich hier mit der Waffe im Arm und lache ihn an, den CEO, und kann ihn nicht hören, egal was er auch sagt. Seine Macht über Nacht und auch Tag zerbrach, als ich sein Schlaf gemacht mit der Waffe im Arm betrat. Und er den Hass in mir sah, ich hasse dich Arsch, hab ich dem Affen gesagt. Hatte den Abzug danach fast abgedrückt, doch machte nur Spaß. Da machte es krasser Alarm, Loch in der Wand, jetzt sitz ich im Knast und male nach Zahlen. Der Tag fing gut an, alles hat prima gefunzt. Früh aufgestanden und endlich mal wieder gepumpt. Dann geduscht und relaxed in die Küche gesetzt. Zeitung, Brötchen, Kaffee und Eier mit Speck. So ging der Tag los, so ging der Tag weiter. Ich glaub, dass auch der Rest des Tages ziemlich geil war. Nur ein paar kleine Fragen hab ich ja dann doch. So ein, zwei kleine Fragen gehen mir nicht aus dem Kopf. Zum Beispiel, wie komm ich hierher? Wieso bin ich nackt? Das ist nicht mein Zuhause, wessen Wohnung ist das? Wer sind all diese Menschen und was suchen die hier? Und welcher Spasti hat mich so mit Blut eingeschmiert? Warum hab ich in meiner rechten Hand eine leere Pulle Sekt? Warum hab ich in der linken Hand 100 Gramm Mett? Ich raff gar nichts mehr, soll ich heulen, soll ich schimpfen? Damn, auf diesen Schreck muss ich erstmal eintreten. Was passiert? Was mach ich hier? Erinnere mich echt im Prinzip an fast gar nichts mehr als eine krach zersplitterte Tür meines Nachbarn, der gern schon mal gab er um Mitternacht gehört an sein dummes Gesicht und mein wuterfülltes Gefauche, sein Sprung aus dem Nichts durch sein zugemülltes Zuhause, an sein Geschrei, sein Gestank, seine schäbigen Kleider, ans Fleischerbein in meiner Hand und den Basie in seiner. Ab da hat mein Gedächtnis eine prächtige Riesenlücke. Ab da find ich mich wieder in dieser Sardinenbüchse. Kein Plan, was ich von dieser tiefen Schmerze halten soll, die nach Erde, altem Holz und jung Radieschen müffelt. Boah, Mensch, bin ich müde, denke noch beim einen bösen Morgen, in der Frühe wird sich's von allein lösen.